Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Story of Seasons Friends of Mineral Town. Ich glaube, wir wollten schlafen gehen und morgen ist dann das tolle Frühlingsderby. Also, für heute Schluss machen. Wir legen uns in unser Bettchen. Nehmen wir eine kleine Abrechnung. Ja, 1000 ist nicht schlecht. Gutes Kapital für heute. Wetter. Okay, morgen soll es regnen. Ist geil. Okay, nichts. Jetzt müssen wir schauen, ob heute alle Erntwichtel auch dann da sind. Ja, das sieht aus wie der ganze Regenbogen, der sich hier befindet. Okay, da unten muss ich auf jeden Fall dann was machen, aber ich muss eh hier rüber gehen, wenn ich jetzt gleich von unten komme. So, meine zwei süßen kleinen Hühnchen. So. Ja, die Community hat heute gewotet, dass wir mal wieder Story of Season spielen. Ist auch höchste Zeit. Und, ja. Kümmern wir uns mal, brennen unsere Daily Ground hier. Na, wenn das nicht Layla ist. Ja. Die Erntegöttin muss es, glaube ich, inzwischen lieben. Kriegt der Kappa auch eine schöne Gurke. So, Göttergerechtigkeit. Kappa hat keinen Bock. Ja, mein Plan ist heute mal ein bisschen länger zu streamen als nur ein paar Stunden, weil es mich aufregt, gerade drei Projekte zu haben, wo ich eigentlich dauerhaft keine Folgen habe. Deswegen möchte ich jetzt heute auf jeden Fall ein paar Stunden das hier spielen und ja, morgen blendet zu und das auch unter den Tag. Heute sehen wir übrigens keine Bewohner, weil fest ist. Früher wäre man dann, glaube ich, nicht mal zu den Erntewichteln reingekommen. Doch, man ist zu den Erntewichteln reingekommen, aber die haben, glaube ich, an den Tag nicht gearbeitet oder irgendein Scherz war. Wie so ein kleines, da hat irgendjemand sich gedacht, so, wie packen wir am besten Leute ab und dann, ja, so. Am Strand kommen wir heute nicht. Und das Fest geht erst um 10 Uhr los, aber jetzt gehe ich dann erstmal zu meinen süßen kleinen Erntewichteln und gebe ihnen ein paar Geschenke, damit sie sich eine Runde freuen können. Und dann pflanze ich natürlich das alles an. Also der Orangene. Oh Gott, die sind gerade noch wieder am Ernten. Dann kriegt der Dunkelblaue was. Was ist er denn hier? Juhu, das habe ich zum Fressen gerne. Das freut mich. Das sind halt Pflaumen, dann kriegst du eine Pflaume. Und dann kriegt noch der Grüne am besten eine Pflaume, weil der Grüne immer so ein bisschen so Bitch. Really? Er legt da immer noch ein Futter hin. Wie gesagt, im Sommer ist mir das dann egal, weil da haben wir dann genügend Sachen eigentlich. Ja, das Fest geht jetzt los. Haben wir noch irgendwo anders was? Also ich gehe noch mal kurz zu unserem Pferd, weil ich das heute noch nicht gesehen habe. Ja, und dann müssen wir ziemlich schnell zum Fest gehen, weil ich glaube, da können wir nur bis um 12 teilnehmen. Alter, wo ist das Viech? Da hinten steht es. Ich will das ja nicht ignorieren und dann will ich nett sein und dann steht es da hinten im Gebüsch. Groß, schnell groß und stark, ja, bitte. Okay, dann streue ich jetzt noch die restlichen Kartoffeln darunter. Geld kriegen wir heute allerdings nicht ausgezahlt, weil der heute, wie gesagt, auch Pause hat. Gut. Dann auf geht's. Ich glaube, bis 1 kann man Festival teilnehmen, also es sollte jetzt nicht allzu knapp werden. Gießen, denke ich, sollten sie auch schaffen, einfach weil sie zu dritt sind. Und gestern haben sie es auch geschafft und schaffen sie es heute bestimmt auch. Und heute haben sie noch ein paar Geschenke gekriegt. Sollte nochmal den Turbo erhöht haben. So. Wir reden mal mit einem Hallo ran oder an. Wusstest du, dass das Rennen auch vom Pferden Jodler Ranch teilnimmt? Allerdings werden sie von anderen Leuten geritten. Sieht es so aus, als würden eine Menge Leute bei diesem Ereignis dabei sein. Früher hat sogar der alte Muggi am Rennen teilgenommen. Ach, hast du Tickets gekauft? Ich habe jede Menge gekauft. Toll. Ich weiß, wie man auf Gewinner setzt. Meine Wetten zahlen sich fast immer aus. Ich Glückspilz. Bei Pferderennen fieber ich immer total mit. Ich kann einfach nicht anders. Sie sind so spannend. Immer wenn diese Ereignisse stattfinden, kann ich vorher lauter Aufregung die Nacht davor nicht schlafen. Hast du daran gedacht, ein paar Tickets zu kaufen? Der Bürgermeister verkauft welche, falls du Interesse hast. Die Rennen sind ebenfalls eine Gelegenheit, jedermanns Pferde zu sehen. Das ist auch ein Grund, warum ich dieses Ereignis so mag. Der kontrolliert jetzt auch noch die Pferde. Cray wollte mitkommen, aber als Opa davon mitbekommen hat, hat er es ihm verboten. Oh nein. Hallo Mogi, ich freue mich immer sehr auf dieses Ereignis. Ja, das glaube ich, wenn deine Pferde dran teilnehmen. Pferde sind unglaublich tolle Tiere. Ich bewundere ihn unbedingt den Siegen willen beim Rennen. Warte, Bär geht dahin, aber Cray hat da Verbot, okay.
Zum Glück scheint heute die Sonne und es wieder eine angenehme Brise mit Konfetti. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, auf einem Pferd zu reiten. Na, alle, die am Rennen teilnehmen, sind echt mutig. Das hat nichts mit Mut zu tun. Ich hasse einfach Pferde. Ich habe nie Glück beim Pferderennen. Nach dem Aussehen wetten klappt wohl nicht. Ach, aber wie soll ich sonst einen Sieger wählen? Auf einem Fest sollte man eigentlich Spaß haben, aber das ist einfach so frustrierend. Ach, Mana. Hallo Bürgermeister, willkommen bis Birdman-Rennen. Oder möchtest du Tickets kaufen? Wir schauen uns also erstmal die Preise an. Okay, das hier müssen wir uns auf jeden Fall holen. Allerdings, ja, wird noch ein bisschen dauern. Kraftbeere auch Must-Have. Wichtiger ist dieses Juwel der Wahrheit. Alles andere kriegt man irgendwie. Also die zwei will ich irgendwann mal haben, aber dieses Mal, wie gesagt, wir kaufen uns einfach mal ein paar Tickets und dann schauen wir mal, wie viel kostet da eins. Ah, hier in die Richtung muss ich denken. Okay, 50. Ich kaufe mir einfach mal von jedem eins. Das ist nicht die beste Taktik, aber man bekommt auf jeden Fall einen Ertrag. Okay, Mr. Red ist vorne. Irgendwann werden wir auch hier selber teilnehmen. Deswegen muss ich mich mal ein bisschen mit unserem Pferd anfreunden. Das Pferderennen war immer mega das Ereignis für mich am Gameboy damals. Okay, der Rote hat gewonnen. Ich glaube, der hat keine große Quote gehabt. Ja, 4. Geil. Ja, man kann jetzt, glaube ich, dreimal wetten und beim letzten Rennen würde man selber mitmachen, aber ja. Also ich habe irgendwann mal gehört, es soll was bringen, wenn man dann mit jedem danach nochmal redet nach jeder Runde, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so viel bringt. Aber ich mache es jetzt einfach mal, weil mit Freundschaft sind wir irgendwie noch nicht so weit, wir ignorieren die Menschen irgendwie zu sehr. Obwohl wir ihnen immer was zum Geburtstag schenken. Ja, ich werde mich um Freundschaft kümmern, sobald wir eine ganz große Tasche haben und ja, mal Zeit haben für etwas. Ja, ich weiß, Mana, du hast wahrscheinlich wieder das schönste Pferd ausgesucht und es hat einfach abgelost. So, nächste Rennen. Wir kaufen wieder Tickets. Wieder von jedem eins, würde ich mal sagen. Also wenn Mr. 2 oder Mr. 3 gewinnt, dann kriegen wir mal ein bisschen mehr. Aber go. Also wenn die mittleren zwei gewinnen, ist es geil. Der oberste wäre am schlechtesten, wenn er gewinnt. Es sieht aber gerade so aus, wenn der oberste gewinnt. Ah, die schwarze rutscht da schon ein bisschen. Nein. Das wird der gelbe. Das wird der gelbe. Obwohl der rote. Ja, der rote. Die Ärger. Dann kriege ich, glaube ich, ja, 8 Medaillen. Geil. Ja, jetzt rede ich aber nicht nochmal mit allen, sondern jetzt machen wir gleich die letzte Runde. Und dann können wir Preise abholen, falls wir uns was leisten können. Okay, also die Quoten sind nicht schlecht. Aber ich brauche mein Geld für andere Dinge. So. Also der Schwarze hätte, glaube ich, sogar die höchste Quote. Und das sieht gerade nicht mal so schlecht aus. Aber I don't know. Ich glaube, der Rote gewinnt. Obwohl, jetzt liegt der Schwarze vorne. Okay, ich kann nicht genau sagen, wer gewonnen hat, aber wir sehen es gleich. Das war, glaube ich, so ein Foto-Finish. Okay, ja, der letzte hat gewonnen. Okay, dann tauschen wir mal die Medaillen. Die können wir natürlich bis zum nächsten Derby auch abholen. Aber naja. Also, wir können uns eine Brosche holen. Den Pilz und ein Adamit. Ja. Ja, das finde ich aber sehr leicht in der Mine, um ehrlich zu sein. Ich hole mir mal so einen Pilz, weil den gibt es eigentlich erst im Herbst. Und dann hole ich mir zwei hiervon, weil die braucht man fürs Croft. Okay, wir gehen. Ah, das hat Spaß gemacht. Ich muss unbedingt mein Haus aufleveln, weil wir jetzt halt lauter Scheiß mit uns rumtragen. Aber es mögen diesen Pilz, mögen halt viele Leute zum Birthday. Schau mal, habt ihr hier schön gegossen, alles erwischt? Ihr sitzt da noch glücklich? Ja, die haben alles. Gut, dann können wir noch mal ein, zwei Fische angeln. Ist ja erst 18 Uhr. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, morgen hat die Schmiede zu. Ansonsten hätte ich mal unsere Axt oder unseren Hammer hochgelevelt. Aber das können wir so ein bisschen vergessen, wenn die zu hat. Geil, die Stiefel.
Und dann werden wir morgen einfach einen normalen Tag machen. Ja. Mal schauen, was läuft. Morgen soll es regnen. Kann man auch mehr angeln. Aber ich habe im Moment noch kein Interesse, alle Fische zu fangen. Definitiv nicht. So. Ich finde es so toll, dass es bei mir schon wieder keine angefühlt 30 Grad herin hat. Ich schwitze wie ein Schwein gerade. Boah, heute ist mir was passiert. Ich bin ja immer mit einem E-Scooter unterwegs und einfach war der Akku leer. Am steilsten Berg, dann habe ich den Roller einen Kilometer nach Hause geschoben. War wunderschön, den durch die Gegend zu schieben. Es war scheiße warm und ich dachte, ich verrecke gleich. Und ich war so froh, als ich dann daneben war. Die letzten 20% waren weg wie nichts. Okay, gehen wir mal schlafen. Ist ja schon spät. Fisch weg. Weg, weg. Ja, 252. Morgen hat, glaube ich, irgendein Birthday. Ach, die Lia, die kriegt Applaus. Gras, da freut sie sich. Wir speichern wieder und schon fertig. Gehen schlafen. Es wird Zeit für die Geburt. Neues Küken. Geil. B. Das ist jetzt die Babsi. Wie gesagt, ihr könnt jederzeit irgendwelche tollen Vorschläge in die Kommentare posten. Solange. Morgen regnet es nochmal. Ich glaube, morgen fehlen noch ein Tier Erdlichterchen. Schauen wir einfach mal an. Oh, passt. Neues Produkt. Größere Tasche, ja. Brauchen wir jetzt noch nicht so unbedingt. Ja, da sind ein paar Gurken reif, ansonsten alles chillig und sind immer noch alle heute da. Ihr erntet einfach, macht euch einen schönen Tag. Ich werfe mal kurz euer Ei da rein, dass ihr noch ein viertes Mitglied in eurer Hühnchenfamilie bekommt. Hier haben wir hier noch 7. Okay, das reicht dann für heute und für morgen noch. Und dann müssen wir jetzt die Max wieder was holen. Okay. So, ist ja natürlich blöd, dass es regnet und alle Erdmichler sind da. Dann arbeiten die nämlich nicht. Das gefällt mir sehr gut, Takuchis. Boah, ich möchte eigentlich schnell in die Mine gehen und schnell Eisig auftreiben. Ich glaube, ihr wisst, was ich vorhabe. Und dann könnten wir uns heute vielleicht einen neuen Farmbewohner holen. Mal schauen. Wir kriegen ja auf jeden Fall genügend Geld heute Abend, dass wir morgen das Samen kaufen könnten, falls sie leer sind sollten. Und ich jetzt einfach mal nicht ausgehe, dass die drei, wo wir noch haben, so schnell ausgehen. Wir müssen dann noch auf Steckrüben ein bisschen gehen. Ja, ich möchte uns ein Tierchen holen, ein Alpaka oder ein kleines Schaf. Aber wir brauchen halt auch noch ein bisschen Viehfutter, obwohl die können ja draußen was essen. Ja, ich nehme auch ein paar Futter damit, was ich noch mir leisten kann. Ernsthaft, jetzt kommt hier nichts. Schön, dass ich jetzt nach unten steigen kann, aber da kommt nichts. Ja, morgen denke ich auch, dass wir genügend Geld haben, um uns zum genau 3000. Aber ich möchte, wie gesagt, mir vielleicht noch ein Fütterchen dazu kaufen. Auch wenn es morgen regnet. Vielleicht noch eins. Kommt hier mega gut runter. Das ist ein bisschen bedrohlich. Okay, wir müssen mal vorbeischauen bei den Gods, ob wie viel denn eine Hauserweiterung kauft und dann da ein bisschen drauf hinarbeiten. Okay, ja, jetzt können wir uns 5 Futter noch zusätzlich kaufen, passt schon. Ja, weiter geht's. Gurke, werfen. Ja, mittlerweile sollte er. Ja, wir übermorgen sollten wir es, glaube ich, haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel wir reinwerfen müssen, aber wir haben es bald. Machen wir eine weitere Powerbeere, die special ist. So.
Da ist noch ein Pünktchen. Okay, aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle dann einen kurzen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei A Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Bis dahin, bye!